Guten Tag. Lust auf eine kleine Stil? Revelio! Wir haben eine große Auswahl. Wesenknechtspuppe. Im Gegensatz zu den verzauberten Puppen, die von Schülern für Duellübungen bevorzugt werden, dienen die Puppen bei Wesenknechts nur dazu, die neueste Zauberermode zu präsentieren. Oder? Wir haben heute viele Waren. Lassen Egal. Sie sich Zeit. Mein Inventar ist voll, voll, voll. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Okay. Hallo? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Ich hab dir das geklaut. Ich verkaufe dir das, gell? Ja. Sie Danke. Haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn ja, Sie in der Gegend sind. Ja, es war in deiner Tasche. Ciao. Hier ist los, Kitty Cat. Da hinten ist ein Feuerwerk. Ich hab sie gesehen. Ha! Bei Dieben habe ich keine Nachsicht. Geben Sie sie zurück. Was denn, Sir? Wir haben nichts genommen. Geben Sie sie zurück. Revelio. Das war nur das eine. Das waren alles, Sir. Ehrlich, ich schwöre. Also, wie oft? Wollen Sie beide meinen Laden denn noch plündern? Ich schwöre, es waren nur die, Sir. Wirklich, Sir. Mehr würden wir nie nehmen. In Azkaban wird man für solche Dinge kein Verständnis haben. Warten Sie nur, bis ich Ihre Mütter sehe. Das war etwas harsch. Zonkos Scherzartikel laden. Zonkos Laden in Hogsmeade wird regelmäßig von Hogwarts-Schülern und Dorfbewohnern gleichermaßen besucht, da hier verschiedene Scherzartikel verkauft werden. Die Leute reden immer noch davon, wie sie den Troll auf. Du hast aber aufgehört zu reden. Guten Tag. Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willatzi. Freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ich soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Dir ist bewusst, dass es immer noch verboten ist, in den Wald zu gehen, oder? Was waren das für schreckliche Geschichten über den verbotenen Wald? Du meine Güte, alles von Schülern, die auf mysteriöse Weise enthauptet werden, bis hin zu Spinnenhöhlen. Glaub mir, wenn du das mit 11 Jahren hörst, prägt sich das ein. Also gut, wenn ich Zeit finde, sehe ich einmal nach. Oh, wie nett! Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Schmetterlinge, 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 Schmetterlinge. Nicht vergessen, die Schmetterlinge scheinen sich immer am Rande des verbotenen Waldes aufzuhalten. Viel Glück! Danke!
Folge Schmetterling. Nach den Spenden habe ich mir das verdient. Abkürzung. Abkürzung. Wollt ihr tauchen? Ja, ja. Sieht eigentlich ganz schick aus. Ich will das auch probieren. So. Oh, sieht eigentlich ganz schick aus. Nee, da war eine Reiterrüstung. Was? Ja, cool, den habe ich noch nicht. Ist okay. Okay. Da sind sie. Sie hat sich das nicht ausgedacht. Darling. So weit, so gut. Miss Willard, sie wird ihre Antwort zu den Schmetterlingen noch bekommen. Sieh sich das einer an. Sehe ich nicht, da war eine Trophäe im Weg. Lass mich mal hier durch. Rebellion.
Alihotzi-Torte. Diese Torte, die mit den Blättern des Alihotzi-Baums gebacken wird, ist ein köstliches Naschwerk, das unkontrolliertes Lachen hervorruft. Nee. Was? Eule. Und hepp. Und hepp. In. Ha. So, voilà. Revelio. Ha. Ha. Was ist der blöde Schmetterling nicht hier irgendwo in der Nähe sein? Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ja, ja. Jetzt kletter da rüber. Das ist doch so ein Spiegel. Ach du Schande. Revelio. Rebellion. Take on Schmetterling. Neue Infos sind in den Feuern!
Klopp, klopp. Oh, bitte sag, dass du eine Antwort für ja, mich ja, ich habe eine. Hallo, Miss Willardsy. Was ist passiert? Hast du sie gefunden? Sie führten mich in den Wald und enthüllten einen Schatz. Oh, wie schön! Ich bin froh, dass du für deine Mühen belohnt wurdest. Vielleicht kann ich mich eines Tages dazu durchringen, in den Wald zu gehen. Fürs Erste bin ich einfach froh zu wissen, dass etwas so Schönes dort wartet, falls ich mich traue. Tada! Das war doch schön. Boah, fliegen! Und teste einen Fokustrank. Ich hoffe und teste die Zaubertränke Maximum und Diorus. Und teste sie zeitgleich. Zubot. Grüße, ich bin froh, berichten zu können, dass meine Schwester Helen den plötzlichen Angriff in Azkaban überlebt hat. Sie sagt, sie sei nicht böse, so schrecklich die Gewalt auch war. Nachdem sie die Zustände in Azkaban niedergesehen habe, überraschte es Helen kaum, dass Ents Verstand so erschüttert ist. Es scheint, dass sie Jackdaws Geist gefunden und ihm von Ents erzählt haben. Helen lässt ausrichten, dass er offenbar versprochen hat, mit dem Ministerium und Helen zusammenzuarbeiten, um herauszufinden, ob und was für sie getan werden kann. Eddie Thistlewood. Luke Rattleby. Es ist Zeit, deine Duellierfähigkeiten zu prüfen und zu sehen, ob wir einen neuen Schulchampion haben. Komm zur üblichen Ort für die Finalrunde vom gekreuzten Stäbe. Die Übungsgruppe steht auch weiterhin zur Verfügung. Das Finale hatten wir doch schon. Doch sie Eier rein, aber die würden ja gerinnen. Gut, heute habe ich die Tränke braun. Ah, doch, darf ich. Cool. Felix, Felix.
Hedurus. Maximal. Ich glaube, ich brauche ein paar Rezepte. Hogsmeade! Der nur trinkt nur Zutaten. Rezepte. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Oh, die Klappe. Hereinspaziert, Heiltränke sind unsere Spezialität, falls Sie welche brauchen. Aha. Und Fokus dran. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Und Maxima. Oh, guck mal, Unsichtbarkeitstrank. Oh, guck mal, Donnerbrei. Ist egal, ich hab das jetzt einfach. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ah, bis ja. Bald. Komm, bei dem kaufen. Hüpp. Katze. Sehen Sie sich ruhig um. Viele wundervolle Bücher, um einen neugierigen Verstand anzuregen. Nee, verstehe ich nicht. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Zurück nach Hogwarts.